zeige euch heute, wie ihr solche coolen Klappkarten machen könnt. Sie sind auch beidseitig zum Beschriften. Los geht's! Und ihr braucht dazu nur zwei Papiere, eine Schere, einen Bleistift und ein langes Lineal. Es würde theoretisch auch ein 15 cm Lineal genügen. Beginnen wir mit dem Papier, das man außen sehen soll. Also dieses hier. Das faltet ihr einfach einmal in der Mitte. Dann habt ihr ein V. Dann faltet ihr es so zusammen und legt es hin. Und faltet es beides nochmal so runter, dass es die Form einer Schwalbe ergibt. Dann habt ihr so eine Form, die faltet ihr dann nochmal zusammen und dann seht ihr hier einen Bug. Da kommt dann das Lineal zum Einsatz. Ich nehme das lange. Das legt ihr bei dem Bug hin und messt immer 3 cm ab. Da könnt ihr euch ruhig so große Striche einzeichnen. Ganz wichtig ist die Seite, dürft ihr nicht bezeichnen. Dann nehmt ihr euch das Lineal und verbindet die Striche einfach. Und diese Striche schneidet ihr dann einfach aus. Dann faltet ihr das Blatt nochmal ganz auf und so zusammen, dass wir die Anfangsform erhalten. Dann gebt ihr einfach diese Dinger abwechselnd in die Richtungen und damit sind wir mit dem ersten Blatt, was hier außen ist, fertig. Kommen wir zum zweiten Blatt. Das ist etwas einfacher bei der Herstellung. Ihr faltet es einmal in der Mitte, dann ist das Blatt einmal in der Hälfte, dann faltet ihr es gleich noch einmal in der Hälfte. Das ist dann so klein, dann faltet ihr es nochmal so auf und schneidet es den Bug entlang durch. Dann habt ihr solche Teile. Ich empfehle immer, dass man diesen hier wegschmeißt. Und dann habt ihr diese zwei Teile hier. Das sind die fertigen Teile zum hier durchstecken. Dann holt ihr euch den ersten Teil wieder her und steckt das so durch. Wenn es noch etwas zu dick ist, dann einfach ein paar Millimeter noch abschneiden. Einfach hier nehmen, die Öffnung öffnen und durchstecken. Und dann noch zurechtgeben. Fertig ist die erste Seite. Dann macht ihr dasselbe mit der zweiten Seite. Hier habt ihr so eine Schlaufe und da gebt ihr das Papier dann durch. Wenn es nicht gleich geht, wieder rausziehen und ein paar Millimeter wegschneiden. Ich habe jetzt hier ein paar Millimeter abgeschnitten. Dann sucht ihr euch wieder die Öffnung und steckt es einfach durch. Und es ist doch nicht schlimm, wenn es beim ersten Mal nicht gleich so schön wird. Ihr könnt ja noch 100 andere davon machen. Aber fertig ist die Karte. Klappt sie einfach mal zu. Nehmt dann die beiden Ecken und zieht an. Dann könnt ihr hier was Nettes draufschreiben für eure Mutter oder Oma. Und dann könnt ihr das hier noch aufmachen und auch noch was draufschreiben. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Varianten und Farbkombinationen, die ich persönlich sehr gerne mag. Natürlich die, die ich jetzt mit euch zusammen gemacht habe. Habe ich da noch eine ziemlich einfarbige gemacht. Habe ich schon was drauf geschrieben. Dann so eine, die ist eher für einen Papa oder Opa gedacht.
Dann gibt es da so eine. Und die ist auch richtig schön. Dann habe ich nochmal so eine gemacht. So eine. Die, meine Beispiel. Und dann habe ich einmal noch eine ganz große gemacht. Da steht auch schon was drauf. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie ihr das machen könnt. Bis zum nächsten Mal.